Wir sind hier auf der Nische 11 hier in München. Einer der Mitorganisatoren, Thomas Hillebrand, ist bei mir am Mikrofon. Thomas, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie denn die ganze Vorbereitung für die Nische 11 abgelaufen ist. Erich, erstmal schönen Dank, dass du den Namen richtig ausgesprochen hast. Das schaffen die wenigsten. Also Hillebrand, nicht Hildebrand. Ja, wie ist es dazu gekommen? Wir haben eigentlich schon sehr früh damit angefangen. Das sieht man auch in den ganzen Einträgen bei Xing und so weiter, wo wir ja bereits die Nische eigentlich für den 3.4. angekündigt hatten, also für den 3. April. Wir sind dann aber noch so ein bisschen im Winterschlaf gewesen, sag ich mal. Und als wir dann aufgewacht sind, war schon fast der 3.4. und dann hat man das mit der Lokation nicht mehr richtig hinbekommen, auch mit den Sponsoren. Das ging dann alles nicht so schnell, so dass wir uns dann jetzt auf dieses Wochenende auf den 4., 5., 6. verschoben haben. Und wir haben also sehr viel erstmal Brainstorming gemacht, was man so aus der Nische vor 2 Jahren noch mitnehmen konnte, Verbesserungen machen konnte. Und haben dann so langsam angefangen. Wir haben uns dann 2-3 Mal mittags getroffen. Also wir, das ist der Alex Wunschel, die Annik Rubens und ich. Und dann so ein bisschen sinniert, was wir denn tun und wie wir das Ganze aufmachen. Und der Alex hatte dann den genialen Einfall mit diesem Medienkloster. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Das war irgendwie auch ein Zufall. Und er hat mich dann irgendwann mal angerufen und gesagt, du, lass uns das mal anschauen, wann hast du Zeit? Und ich war jetzt dann so gespannt darauf, auf das Ganze, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich lasse einen Stift hier fallen bei der Arbeit und wir fahren jetzt sofort dahin. Wir haben uns das angeschaut und dann sofort mit der Frau Schmidt, die das Ganze hier betreut, hier, was die gute Seele hier im Medienkloster ist, dann auch gleich mehr oder weniger festgemacht, beziehungsweise eine Vorbuchung gemacht. Und ja, so ist das Ganze zustande gekommen. Das Ganze ging dann weiter, dass wir dann irgendwann jeden eigentlich angeschrieben haben, der sich vorangemeldet hatte über unseren Link, den wir auch über Facebook und so weiter rausgepostet hatten. Wir hatten dann etwas zu viele Anmeldungen, also dieses Medienkloster schafft halt nur 100 Leute, wir hätten mehr unterbringen können, mussten dann ein bisschen selektieren. Ja, und haben dann jeden persönlich auch angeschrieben mit Namen. Das war mir besonders wichtig, damit jeder also mit ins Boot geholt wird. Und ja, die letzten 3-4 Wochen, das waren eigentlich 18-Stunden-Tage für mich. Ich habe ja meinen normalen Job noch in der Bank und nebenbei dann das noch zu organisieren, was dann wirklich bis spät in die Nacht immer gedauert hat. Manchmal fing es auch spät in der Nacht an, also ich bin um 2 Uhr wach geworden und hatte dann sofort, hey, Nische. Und da ging es dann gleich weiter und deswegen gab es auch teilweise Mails mitten in der Nacht von mir. Und so hat das Ganze dann Dampf aufgenommen und ja, wir sind glücklich, dass es heute so funktioniert hat und ihr dabei seid. Kannst du für unsere Seher, die sich mit Podcast noch nicht so auseinandergesetzt haben, kurz mal erklären, um was es eigentlich bei Podcast geht? Ja, ganz, ganz einfach übersetzt kann man vielleicht sagen, Podcast ist das Radio im Internet. Es werden themenbezogene Sendungen gemacht. Jeder hat so sein eigenes Thema, sein eigenes Hobby, was er darstellt. Man muss nicht irgendwie darauf achten, wann diese Sendung gerade gesendet wird, sondern man kann sie abrufen, wenn man gerade Lust drauf hat. Man kann sie dann im Auto hören. Es gibt sehr viele fachspezifische Podcasts auch, wo man sagen muss, okay, da kann ich auch noch was lernen. Es gibt aber auch sehr viele, die einfach nur so sich ein bisschen austauschen. Ja, ich denke mal, das ist ein breites Spektrum, was man dort abdenken kann. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, jetzt einen Podcast mit Olympia, die Olympia-Bewerbung 2018 hier in München. Und du bringst da natürlich auch so ein paar Themen rüber, die man so als Normalsterblicher, sage ich mal, nicht mitbekommt. Und so sind eigentlich Podcasts aufgebaut. Mein Podcast ist mehr von so kleinen Messen, Gewerbemessen, wo die Presse mehr oder weniger Notiz vornimmt und das eigentlich nicht richtig publiziert. Richtig publiziert ist nicht der richtige Ausdruck, sondern einfach auf Sparflamme publiziert und diese dann durch so einen Podcast eventuell mehr Reichweite bekommen. Ich habe vor 2 Wochen einen neuen Podcast aufgelegt, der nennt sich IT Security. In diesem Podcast geht es darum, einfach mal das ganze Thema Absicherung von EDV-Anlagen sowohl für Privatanwender, aber auch für Unternehmen ein bisschen zu erklären, ein bisschen transparenter zu machen, was dahinter steckt. Ich glaube, das Spektrum ist so groß, das kann man jetzt gar nicht alles aufzählen. Naja, was mir noch gerade einfällt, ein Yoga-Podcast gibt es auch. Also man sieht, es ist vielfältig und man muss einfach nur einfach mal drangehen und das Ganze mit Leidenschaft eigentlich tun. Und bis jetzt bin ich mit dem Verlauf der Nische zufrieden. Alle verstehen sich gut,
Alle haben die meisten haben die gleichen Probleme, jeder diskutiert, und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund. Es geht ja nicht darum, hier irgendwelche Podcaster oder so auszubilden, sondern sich einfach mal zu treffen, wie so ein kleines Klassentreffen, und sich einfach auszutauschen. Was waren denn für dich hier auf der Nische bisher die Highlights? Da ich das Programm ja selbst mitgestaltet habe, würde ich sagen, es sind alles Highlights. Sämtliche Workshops, sämtliche 18 Workshops sind die Highlights, was vorhin sehr stark frequentiert war und wo auch sehr viel Dynamik in dem Workshop war. Das war im Bereich Recht, denn das scheint sehr jedem doch so am Herzen zu liegen, da nicht in irgendeine Falle zu treten, um eine Abmahnung zu bekommen. Das war ein Workshop, der sehr lebhaft war und der hat mir sehr gut gefallen. Die anderen habe ich allerdings jetzt nicht mitbekommen. Das heißt, wie gesagt, ich kann im Moment keine Präferenz erkennen. Wir haben, glaube ich, ganz gute Themen rausgesucht. Das Ganze wird ja auch zurzeit live gestreamt aus einem Workshop heraus. Das heißt, unsere Fans können sich das Ganze auch im Moment live anschauen und hinterher aber auch nochmal on demand. Das heißt, ihr könnt das hinterher alles nochmal abrufen von den Workshops, was dort passiert ist. Und ich kann nur jedem einfach empfehlen, dort auch nochmal später nochmal reinzuhören, um von den anderen Workshops was mitzukriegen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen hin und her springen, weil mich interessieren einfach alle drei wieder. Seite www.niche11.de kann man praktisch alle Workshops noch einmal nachverfolgen. Die wird man in den nächsten Tagen alle nochmal nachverfolgen können, und wer nicht mit dabei sein konnte, wen wir ablehnen mussten, der kann natürlich so nochmal alles ein bisschen nachvollziehen. Thomas, du warst ja vor 2 Jahren schon mal dabei, bei der Niche 09. Kannst du irgendwelche Unterschiede erkennen? Ja, in der Lokation halt. Ja. Es ist halt alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen göttlicher. Ja. Hier schwebt natürlich so ein bisschen dieser göttliche Hauch drüber. Letztes Mal waren wir ja bei der Süddeutschen Zeitung, was ein sehr imposanter Neubau war. Dort haben wir ja praktisch die Konferenzräume damals eingeweiht. Ja. Wir waren ja teilweise die Ersten, die dort rein durften. Ansonsten wieder perfekt, alles so, wie es sein soll. Die Teilnehmer sind glücklich und das ist für uns das Wichtigste. Was waren denn für euch die größten Schwierigkeiten bei dieser Veranstaltung, die zu organisieren? Ja, es gab mehrere Stolperfallen. Zum Beispiel, dass auch Moderatoren gesagt haben, okay, ich will dieses oder jenes Thema bearbeiten, und dann nach längerem Überlegen gesagt haben, nee, jetzt soll aber der Titel wieder anders sein. Dann musste das Ganze auch ein bisschen in eine logische Reihenfolge gebracht werden. Also als wir das Programm gestaltet haben, wirklich in die Räume auch aufgeteilt haben, da haben wir, glaube ich, über 2 Stunden dran gesessen, weil entweder passte das logisch nicht hintereinander, oder es waren zu viele Personen auf einmal drin, das hätte dann in einen anderen Raum gemusst. Da haben wir ziemlich lang zusammengesessen. Ansonsten, wir haben so viel Unterstützung auch von euch bekommen, von den Podcastern aus ganz Deutschland, wo ich mich auch ehrlich für bedanken will. Denn alleine hätten wir das nicht stemmen können, es kommt immer auf die Teilnehmer auch an. Es hat einfach Spaß gemacht und demnach sehe ich auch keine großen Schwierigkeiten. Was ja sehr interessant ist hier in München, es sind ja nicht nur Podcaster aus München oder Umgebung, sondern die kommen ja aus ganz Deutschland. Kannst du mal ein bisschen erzählen, woher die alle kommen? Wir haben das Ganze, ja, nicht nur aus Deutschland, wir haben ja sogar Schweizer Kollegen hier, wir haben jemanden aus Berlin da, wir haben, glaube ich, aus Hamburg jemanden da, aus Augsburg, mich selber. Wir kommen also aus allen Himmelsrichtungen, wir haben Österreicher hier, also wir sind ja kein reines deutsches Camp jetzt hier, sage ich mal, sondern schon international, und das macht mich auch stolz. Interessante ist, Alex hat es zumindest heute erwähnt, es soll ja dann in den kommenden Jahren jährlich stattfinden. Ich würde mir wünschen, dass es jährlich stattfindet. Ich würde den Alex auch gerne wieder dabei unterstützen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich sagen muss, hey, ich bin nächstes Jahr gerne wieder dabei und habe auch gerne wieder Ringe unter den Augen. Die paar Wochen der Vorbereitung. Ich hoffe, dass es jedes Jahr stattfindet, weil ich möchte euch einfach auch öfter sehen dann. Was ja das Schöne hier ist, auf der Niche 11, ich habe da auch sehr bekannte Gesichter da, die Anne Grubens habe ich gesehen, die ja mit ihrem Podcast Schlaflos in München sehr erfolgreich ist. Ja, es ist nicht nur Schlaflos in München, sie macht ja auch noch mit dem Alex Wunschel zusammen den Service Podcast. Die haben natürlich eine ganz andere Reichweite mittlerweile, viel mehr Hörerschaft. Und da kann man eigentlich nur aufrufen, die haben auf ihrer Seite auch immer diesen Spenden-Button.
diese auch zu unterstützen und zu sagen, hey, lasst mal ein paar Euro den beiden rüberkommen, damit sie auch weiter so erfolgreich ihren Podcast machen können. Dann habt ihr natürlich heute auch den Philipp Riederle vor Ort, der auch einen Workshop halten wird. Er wird berichten ein bisschen über das iPad, glaube ich. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Der Philipp Riederle macht ja den Podcast Mein iPhone und ich, nennt sich der. Hat da irgendwann mal vor 2 oder 3 Jahren mit angefangen, war auch vor 2 Jahren auf der Niche 9. Hat dort die Manager oder den Managern des Verlages von der Süddeutschen Zeitung so ein bisschen den Kopf gewaschen, was Kommunikation heute heißt. Und der, ich will mal nicht sagen turnt jetzt, aber er ist mittlerweile in sehr vielen Vorstandsetagen präsent, von großen Unternehmen, von Aktienunternehmen auch, und berät die Leute dort in der Kommunikation und was die Jugend eigentlich so denkt. Und man holt sich mittlerweile seinen Rat rein. Und er hat es wirklich geschafft, ja, innerhalb von 2 Jahren seine eigene Firma jetzt zu gründen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich großen Respekt vor ihm, weil er versucht nebenbei auch noch sein Abitur zu machen. Und da hat man schon dann Respekt vor. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Verlauf.